New Year! Yay! Feliz Año Nuevo! Kennt ihr das Lesen hier irgendwie so? Ja, heute ist der 1. Januar und ich habe gerade von meiner Frau dieses Happy New Year Hütchen bekommen. Und naja, das dazu. Ich wünsche euch alles ein frohes neues Jahr und ich habe heute einen ganz speziellen Gast, auf den ich schon sehr, sehr lange gewartet habe, lange versucht, endlich in den Podcast zu bekommen. Er ist ein ganz verrückter Hund. Und als ich ihn gefragt habe, hey, erzähl mir noch mal so ein bisschen über deine History von deinen Meisterschaften, alles das Wichtigste, was du gewonnen hast, hat er nur gesagt, ah ja, irgendwas, viele Meisterschaften, 70, 80, ein paar hundert, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Irgendwas kann mich nicht erinnern. Das ist eher, so kennen wir ihn, so kennen wir auch ihn von unseren Videos. Und jetzt hole ich ihn erstmal auf den Schirm hier zu uns. Da ist er, der liebe Steve. Hallo Steve, wie geht es dir? Hallo, hallo, hallo. Ja, was frohes neues Jahr, sag ich mal so noch hier, ne? Okay, aber ich muss den Steve, ich habe natürlich recherchiert, musste sein und ich habe natürlich einiges gefunden, was er uns vorenthalten wollte von seinen Meisterschaften. Und da werde ich jetzt einfach mal aufzählen, weil das waren ziemlich viele. Also er hatte schon recht, dass er sehr, sehr viele Meisterschaften mitgemacht hat. Zum Beispiel wurde er 2002 Deutscher Meister der Junioren der IFBB. 2002, im selben Jahr, wurde er auch Deutscher Meister der Junioren der NAC, der NAC. Wow. 2003 Deutscher Meister Junioren der NAC. 2004, Deutscher Meister der NAC Junioren. Wow, gab es das überhaupt schon mal? Ah, wie auch immer. 2004 wurde der Steve Weltmeister der Junioren der NAC/NABA. Wow, wollte er uns alles vorenthalten. 2006 wurde er Deutscher Meister der IFBB. Und 2011 wurde er internationaler deutscher Meister der IFBB. Und ich glaube, er hat dort seine Pro-Karte bekommen. Nehme ich mal so an. Genau, ja, gut, ja, gut. Dann als Pro unzählig viele Meisterschaften gemacht. Seit 2017 zweimal knapp an der Olympia-Quali vorbei gesegelt mit zwei zweiten Plätzen. Zweimal war er Dritter. Ich weiß gar nicht, wie oft er im Finale war. Der Mann, der einfach nur Bodybuilding machen will. Hier ist er, unser guter Steve Bentin. Yay! Danke, danke, danke. Und ja, das wolltest du uns alles vorenthalten? Das, sag mal, geht ja überhaupt nicht, ey. Oder hast dich einfach nicht dran erinnert? Da war so viel oder wie? Ja, eigentlich ist es ja so, es hat ja heutzutage keinen Wert mehr, sowas. Das ist das Ding. Es hat, heutzutage die Leute fragen mehr, ja, oder da ist wichtiger, 95.000 Follower, Instagram. So sieht's aus. Oh. Und 20.000 Storyviews, das ist wichtig. Das ist wichtiger. Das ist mehr wert als diese Titel wahrscheinlich. Ja, aber im Prinzip, also ich bin natürlich oldschool, bei mir ist das eine ganz andere Sache. Und wenn jemand solche großartigen Erfolge hat, dann bin ich immer sehr beeindruckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Follower interessieren mich einen Scheißdreck. Ne, ja. Wenn ich immer sehe, all diese geilen Weiber, geile Titten, geile Ärsche, Millionen Follower, weil jeder die, ne, die können gar nichts, ja, außer zum Schönheitschirurgen mal laufen und sich ein paar Implantate reinsetzen lassen und dann kriegen die Millionen von Follower. Wir müssen dafür richtig hart arbeiten. Eine ganz, ganz andere Geschichte. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Steve, ich verfolge dich ja schon seit längerem und schaue mir auch öfters sehr oft deine Videos an und du bist halt total anders gepolt wie andere, finde ich total geil. Du hast doch mit nichts was am Hut und irgendwie habe ich mir manchmal so gedacht, Mann, der Steve ist so, wie ich früher war, ne, so ein bisschen so, genauso der Typ, ne, so ein bisschen verrückt, ein bisschen das, alles scheißegal, trotzdem super zuverlässig und wenn er sich ein Ziel gesetzt hat, dann geht's volle Pulle geradeaus. Und da wird er nicht nach links und rechts geguckt, dann wird das einfach durchgezogen, ganz egal, was passiert. Und dann habe ich irgendwann mal gehört, dass dein Geburtstag im Februar ist. Na ja, der ist bestimmt Wassermann, so ja, wie ich.
Ja, und dann habe ich gesehen, dass du am 17. Februar Geburtstag hast und ich habe am 16. Februar Nein, echt, Geburtstag. ja, was, echt, ja? Ja. Wie geil ist Nein. das denn? Und da wusste ich, ah, okay, deswegen haben wir da so eine kleine Verbindung. Geil, geil, geil. Wie gesagt, so, aber bevor wir über Bodybuilding sprechen, bevor wir über deine Karriere sprechen, deine Zukunftspläne, bla bla bla, ich muss über dieses Thema einfach sprechen, Steve, weil das ist so geil. Und ich sage dir auch, warum das so geil ist. Früher in meinem Podcast, wenn ich so meine Podcasts anmoderiert habe, habe ich immer gesagt, ja. Und dann, wenn der Podcast scheiße ist und die Hose geht, dann zeige ich einen Pornofilm von dem und dem und so. Heute hätte ich eigentlich wirklich 100% die Möglichkeit, einen Pornofilm von dir zu zeigen. Wie geil ist das denn? Aber du erzählst uns jetzt bestimmt mal etwas über den Herrn Hans Hoffmann und wie du da überhaupt hingekommen bist oder dazugekommen bist. Erzähl doch mal. Naja, so ganz ist es ja, weil du sagst Pornofilme, so ganz Pornofilme waren es ja noch nicht. Wird aber meistens immer so in der Szene gesprochen so. Oder damals war es auch ganz arg so, dass das so hieß. Da hieß es ja sogar, ich habe Schwulenpornos gemacht. Weil eigentlich waren es einfach mehr oder weniger, sind es einfach nur, ja, wie sagt man, soll man so schön sagen, nackte Wichs-Szenen von mir alleine halt so. Weißt du, sowas, so eine Sachen habe ich gemacht. Und ja, das hatte sich damals so ergeben, wann war das? 2005 war das, glaube ich, genau. Auf der FIBO war ich gewesen. Ich war damals schon beim Standort so engagiert gewesen. Ich weiß gar nicht mehr, was damals so. Ich glaube, damals war es Pro Sport oder so. Das kennt heute keiner mehr. So, das war die Firma damals. Da war ich im Stand mit noch anderen Athleten. Die kennst du auch vielleicht, Andreas Bosse und sogar Groß Kleine war da dort noch am Start und so. Und dann sind wir so ein bisschen rumgegangen und dann kam nachher so ein Mann zu mir, der Ulrich Oehmen im Anzug. Und da hat mich, ich hatte halt so kurz so, ich hatte so, was war das, wie nennt man das? Radlerhose an, so eine enge Buchse da, Muskelshirt und da war in guter Form, war gerade in Vorbereitung auf die Meisterschaft. War damals, was war ich, wie alt war ich? 22 so um den Dreh, glaube ich. Und ja, dann kam der um die Ecke, hat mich dann gefragt, hey, siehst gut aus und so. Und dann hat er mir so eine Mappe dabei gehabt. Hat er halt gesagt, hier, guck mal, so eine Body, so eine Typen da und fotografiere. Ich hatte gute Fotos gezeigt von so Modeltypen so. Die waren halt also, ja, so eine, am Strand, so Bilder mit eingeölt, so von guten Bodybuildern halt so. Also jetzt nicht total massig oder nicht total in Wettkampfform, aber so gute Shape. Ganz ästhetische Fotos sozusagen. Und dann sagte er so, du bist so ein Typ so, dich würde ich gerne fotografieren. Und ich mache das in Miami, habe da meine Studios und so. Hier, die Fotos sind alle am Miami Beach und so. Und oder bei mir im Studio da und ich würde dich gerne einladen. Ich gebe dir mal meine Karte, melde dich bei mir. Ja, dann habe ich mich nach der FIBO bei ihm gemeldet. Das haben wir dann E-Mail damals Verkehr, was so war ja alles noch ohne Instagram, ohne alles. Klar. Und dann hat er mir halt gesagt, so oder hat mich dann angerufen, glaube ich, per Telefon und hat er gesagt, ich würde dich einladen, ich würde dich nach Miami einfliegen lassen, bezahle dir das alles und du bekommst halt eine Gage noch irgendwie, glaube ich. Was war irgendwie damals? 1500 Dollar oder sowas war das, hat er gesagt. Und ich habe natürlich gesagt, so geil, mach ich so. Auch ich war, glaube ich, bis dato noch nie in Amerika. Das war das erste Mal, glaube ich. Ja, ich glaube ja. Ich war ja vorher dann immer nur NAC oder so, genau wie du sagst. NAC war ich da Weltmeister geworden, glaube ich, das Jahr davor und sowas. Und ja, dann ja, bin ich da hingeflogen. Im Sommer war es dann, Sommer 2005 war es, genau, Sommer. August auch noch, war nach Miami, im August in Miami Beach ist es sehr heiß und sehr. Also, ich weiß noch, ich habe einen guten Sonnenbrand gekriegt. Ich kriege selten Sonnenbrand, bin ja so ein dunkler Typ. Und da habe ich den Sonnenbrand meines Lebens gehabt da. Also, da ist schon die Sonne stark und. Aber war geil, geiles Hotel gehabt. Er hat da auch nicht gespart oder so, hat mir ein geiles Hotel besorgt. In der geilsten Ecke, South Beach da, wenn du das sagst, das ist bestimmt was. Geile Ecke so. Ja, und dann habe ich so, eine Woche war ich dann da und da habe ich dann so Fotos gemacht und so und dann. Erst so ganz normale Bilder, so mit so Hose da und enge Jeans und so ein Krams da, sowas alles. Und ich war halt noch grün und blau hinter der Ohren, so blau wie mein T-Shirt so ungefähr, war ich damals und wusste gar nicht so, was ich mich da erwartet oder was da so los ist so eigentlich, was da noch so. Er hatte mir dann halt eine Internetseite gezeigt von sich, der hat aber mehrere, einmal, ich weiß gar nicht, damals die Seite hieß, die Muscle Gallery oder sowas.
Und da waren halt diese ganzen Modeltypen. Da waren auch so Athleten von damals noch fotografiert worden. So, ich glaube, Serkan Çetin, so, Sonne-Leute noch, kennst du auch bestimmt noch. Und ja, klar. Auch andere Athleten von früher noch so die ja alle auch so eine normale Modelbildung gemacht haben. Und dann haben wir den ersten Tag da geshootet, waren noch ein paar andere Jungs da am Start aus Amerika. Und ja, da haben wir geshootet, so alle Mann, so im Wechsel da. Und dann sind wir abends so eine Bar oder Disco, was das war. Und der eine Kollege sah auch ein bisschen so aus, so wie Wesley Snipes, so musst du dir vorstellen, so ein Typ. Mhm. So ein Schwarzer und auch richtig gute Form so. Und er hat dann nachher so auf der Bühne, da war da so ein Podest, da hat er dann getanzt, so ein bisschen, so, weißt du? Und ich habe dann mit dem Ulrich da gestanden und er dann so, ja, weiß gar nicht mehr, der hieß, glaub, Johnny, ich sag mal so, jetzt hieß der Johnny, meinetwegen. Und dann sagt er, ja, Johnny, das ist ein guter Typ so und der macht alles und so, der gibt Gas so. Und so hat er, irgendwie sowas hat er gesagt in der Art. Und ich so, wie meinst du denn und so? Und dann sagt er, naja, der macht so richtige, der macht auch explizit Content so. Und ich dann so, was ist denn explizit? Naja, der macht halt auch so Nacktszenen und auch Wix, so, also so, was hat er gesagt? Der hat sich ganz. Onanieren? Der hat sich halt ganz vernünftig mal geäußert, dann so, weißt du? Der hat dann irgendwie so gesagt, so wie Masturbation oder irgendwie so. Oder irgendwie so Onanieren hat er wahrscheinlich gesagt. Onanieren, was auch immer, sowas in der Art so. Und dann sage ich, hat bei mir so klingelt im Kopf, so, aha, okay, weil er dann auch meinte, da gibt es mehr Geld, so meinte er dann. Da gibt es halt dann viel mehr Geld. Und da. Habe ich dann so, oh, aha, habe ich den so angestoßen, erzähl mal mehr davon und so. Aber dann fing er auch noch so an, so, aber du bist ja nicht dafür so zu haben, so. Und dann habe ich halt gesagt, so, wie, was meinst du denn? Ja, ich will dich ja da zu nichts zwingen und so, sagt er und so. Aber naja, da gibt es halt ein paar tausend Euro mehr, so, ein paar tausend Dollar mehr und so. Dann habe ich dann so gefragt, wie viel tausend Euro mehr, so. Und dann sagt er so, ja, so, müssen wir gucken, wie viele Szenen du da machst und so, wie kommt drauf an. Und dann habe ich natürlich mit ihm so, gepokert ein bisschen so. Ja, komm, lass uns doch, ich glaube, da Geld stinkt nicht, sag ich so. Ich war jung und brauchte das Geld dann so zu der Zeit. Und ja, da habe ich mir gesagt, dann bin ein offener Typ so und habe kein Problem mit so Kamerakrams und wenn einer filmt da oder sonst was. Dann habe ich gesagt, Ulrich, habe ich noch auf die Schulter geklopft so. morgen wichsig. Da warst du so 22, 23, nehme ich an. Ne? Genau, so ungefähr war ich im Alter. Noch Haare auf dem Kopf habe ich noch gehabt damals. Noch so ein Pornobart, der hat schon gepasst, so ein Bart nur. Okay. Also nicht so hübsch wie heute so. Jedenfalls, ja, habe ich dann gesagt, du weißt du was, ich bin dabei, ich mache sowas auch, wenn es mehr cool. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, was ich da ausgehe. Ich glaube, ich habe 5000 Dollar ausgehandelt für mehrere Szenen und so. Eins weiß ich noch heute, nachher war ich dann in der Badewanne, dann musste ich so posen, auch nackt so. Und da so, da musst du halt immer da so, ja, sich einölen und. Schwanz steif machen und ein bisschen da schwingen das Ding so, weißt? Helikopter-Style. Helikopter ein bisschen machen und mal ein bisschen die Vorhaut nach links und rechts ziehen. Und ja, wie gesagt, ihr macht dann zwischendurch Fotos oder Videoaufnahmen und dann habe ich dann unter anderem in der Badewanne in so einer, er hat halt so ein richtig edles Hotel ausgesucht und da war so eine edle Badewanne und da war nachher auch noch, später glaube ich, hat der Kai Green damals, hat er da auch noch Szenen gemacht, habe ich nachher Fotos gesehen. Die berühmte Grapefruit-Szene oder was? Nee, ich glaube, die war nicht genau da, aber da hat er auch so unter anderem Fotos gemacht. Also ich habe später Fotos gesehen, der hat da in der Badewanne auch Fotos gemacht. Der. Okay. Also im gleichen Hotel, gleiche Badewanne oder vielleicht hat jedes Zimmer da so eine Badewanne. Und das habe ich dann später noch gesehen so. Aber ja, bei mir war die Szene ohne Grapefruit mit der Hand. Und ja, wie gesagt, am Anfang, oder ich habe es dann gemacht und ich bin dann mit gutem Geld nach Hause, nach Deutschland. Ich habe eine Woche richtig geil in Miami gehabt da und wie gesagt, vom Feinsten da gelebt, abends in so einem Pool, da habe ich noch, weiß ich heute noch, da habe ich in so einem Außenpool da nachts um 12 da drin gelegen und habe dann hoch an die Sterne geguckt und habe gedacht, wie geil, so, weißt du? Ich komme nur auch nicht aus so super, super reichen Verhältnissen so. Ich komme aus Schwerin, aus dem Osten von Deutschland, ne? Mhm. Und da meine Eltern oder so, meine Mutter, bei meiner Mutter groß geworden und wir leben halt im normalen bürgerlichen Verhältnis, oder? Da ist, wenn du da 2000 Dollar in der Hand hast, ist das klar, gut, ist das viel, ne? Das ist schon, das ist nicht alle Tage so. Naja, und jedenfalls, das war ein Erlebnis für mich, so, war geil, ich habe es dann auch gemacht und dann nachher habe ich es ein Jahr später, glaube ich, bereut, so ein bisschen erstmal so. Weil dann wurde ich dann deutscher Meister 2006 bei der IFBB, bin ich erstmal zur IFBB gestartet, bin dann da auch gleich mit 24 war ich, glaube ich, damals, der Jüngste. Oder erste, ich war ja vorher immer Junioren und bin ja dann so eine Männer gestartet das erste Mal und dann waren damals waren die Klassen noch voll bei sowas da. Ja, ich weiß.
Und da waren wir, glaube ich, was waren wir, 23, 25 Teilnehmer bei der Deutschen und ich bin dann Erster geworden, bin Deutscher Meister geworden und bin am Gesamtsieg knapp vorbei. Noch da hatte so ein Alexander Arnold hat gewonnen, Gesamtsieg. Ja, und da war ich schon ganz gut in Form, war ich auch bis 90 Kilo gestartet. Ja, und da habe ich erstmal meinen deutschen Meister bei den Männern geholt, beim Visa FB und den ich dann später 2011 nochmal geholt habe, mit der Pro-Card, die damals noch vergeben worden ist. Und ja, wie gesagt, aber dann auf der, genau, und dann später hat der, dann hat dann später hat das, hat der denn der, also der, ich habe 2005 die Videos, die Fotos alles gemacht, aber der hat die ganze Zeit noch nicht veröffentlicht. Der war dann schlau, der hat erstmal gewartet, bis der Steve, okay, die Bekannte wird so. Der hat dann erst das veröffentlicht, wo ich deutscher Meister war. Okay. Dann hat er das veröffentlicht und dann war, ich glaube, so, und dann sogar noch zur FIBO-Zeit danach irgendwie. So war das, genau, zu FIBO. Da hat er es veröffentlicht und ich hatte damals den Sponsor Weider damals, Weider Germany, hier gab es ja damals. Richtig. Und bin dann auf der FIBO gewesen und dann hat er gerade auf der FIBO die Fotos da und die Videos veröffentlicht und dann hat er mir meinen Namen auch gegeben, Hans Hoffmann. Also wie gesagt, der hat extra so, dass man das da eine deutsche Verbindung findet und so. Mhm. Hat mich dann Hans Hoffmann genannt. Und wie war, dann war das ganz vielleicht eine witzige Geschichte so. Damals war es, wie gesagt, nicht so ganz witzig für mich. Ich war dann bei Weider da am Stand. Und es war ein, zwei Tage und am Wochenende, ich glaube am Samstagabend war es dann so, da rief mich dann auf dem Hotelzimmer der Chef von Weider an und sagt, Steve, ich musste dir gerade meine Kreditkarte durchziehen, um dich beim Wichsen zu sehen. So, Scheiße. Er sagte dann so, Steve, ich mag dich gerne, ich hatte ein gutes Verhältnis zu dem, mit Perdu und so alles. Und er sagte dann auch so, Steve, ich mag dich echt gerne, aber das können wir mit unserer Firma nicht mehr vereinbaren. Ich muss dich leider entlassen. Scheiße. Du kannst leider morgen nicht mehr zu uns am Stand kommen. Und dann stand ich, also netterweise so, und ganz nicht so feuerungsmäßig, sondern auch echt so nett und so, auch traurig so, ja, Steve, tut mir echt sehr leid, so, wir mögen dich, ja, wir sehen auch dein Talent und so alles, aber wir können dich leider, das ist leider für uns nicht mehr tragbar, sind eine seriöse Firma und mit sowas können wir nicht mehr werben. So. So, dann war mein Vertrag hinüber sozusagen, war ich vertragsbrüchig in dem Sinne und bin dann da sozusagen gekündigt worden, gefeuert worden und war natürlich im ersten Moment ein bisschen traurig so. Klar. Und zu der Zeit war das ein guter Sponsor oder war das auch ein Name in der Szene halt auch. Und ja, dann, das habe ich nachher davon gehabt so. Ja, aber du hast doch noch andere Filme gemacht. Ich habe zum Beispiel mal einen Pornofilm von dir gesehen, wo du mit einer Frau gebumst hast. 100%. Ja. War noch so ein anderer Typ dabei, aber im Anzug. Glaube ich, oder so, irgendwas. Weil ich habe mal irgendwas ins Internet eingegeben und gedacht, jetzt gucke ich mal, was ich da finde. Und da hast du irgend so eine dunkle Haare. Oh, ja, doch, ach ja, genau, bei Dings war das so. Ach du Scheiße, ja, das war, ja, hab ich jetzt vergessen. Ja, ich dachte, du meinst die Hans Hoffmann, weil du sagst Hans Hoffmann. Da war ich aber nicht Hans Hoffmann. Na? Das war ein paar Jahre später, glaube ich, dann habe ich drauf geschissen, so. Was war das? Das war dann mit so einer Ex-Freundin von mir damals. Boah, wann war das? 2008, 2009 oder sowas war das? Okay. Das war ein richtiger Film, stimmt, da hast du recht. Das war mit Action. Das war mit Harry Morgenstein oder so heißt der. Keine Ahnung. Ja, so ein älterer, der hat mich interviewt, glaube ich, ne? Ja, er hat dich interviewt beim Bumsen oder irgendwas, ne? Du hast die von hinten richtig schön rangenommen und er stand daneben. Ja, genau, der ältere. Aber der ist leider gestorben, der spät, glaube ich. Ah. Der war irgendwie von auch so eine alte Firma von Videorama oder irgendwas sowas. So ein, okay. Porno, kein Brazers oder das kam erst später so. Hm. War eine deutsche Firma, glaube ich, irgendwie sowas. Habe ich damals über meinen Kumpel Markus Wachsenegger bekommen. So war das damals. Der war auch Bodybuilder. Okay. Genau, das habe ich ganz verdrängt, ganz vergessen. Ja, ja. Das war immer wegen der anderen Geschichte, Mensch, du. Okay. Egal. Hör mal, ich weiß aus Erfahrung, auch von anderen Pornstars, und ich rede jetzt von weiblichen Pornstars, dass viele Leute sagen ja immer, ah, oh Mann, die Schlampe, die sind Pornstar und eklig und weiß nicht was, aber die schreiben die dann an, wollen die mal knallen. Wie war es denn bei dir? Hast du auch irgendwie so ein Feedback gehabt, dass jetzt Frauen oder Männer sozusagen dich angeschrieben haben und gesagt, hey, komm mal, lass uns mal einen machen oder ich bezahle oder was auch immer? Ja gut, das ist ja heute noch so. Dass Frauen mich und dass Männer und Frauen mich anschreiben, ist heute noch so. Das ist heute noch bei Instagram so.
Ja, wie gesagt, damals zu der Zeit oder durch das, also durch das, dieses, also wie gesagt, durch diese Hans-Hoffmann-Geschichte in der schwulen Szene oder in die schwulen Bodybuilding-Like-Fans da, die auf Bodybuilder stehen, die Jungs. Yeah. Da war ich dann schon, bin ich bis heute noch. Die schreiben einen auch bis heute noch. Also die sagen heute noch, wenn ich ein, oder kommentieren unter die Bilder, die so ein bisschen auch sexy sind oder ein bisschen so, wo die Hose ein bisschen enger sitzt, oder die schreiben mir heute noch oder die schicken mir irgendwelche Arschlöcher, irgendwelche Schwänze von sich. Und ja, mein Kollege, Teamkollege Rico Lopez Gomez, mit dem habe ich mich gerade hier beim Olympia, haben uns darüber unterhalten, der mir auch, der ist da ganz schlimm, weil er so einen riesen Pimmel hat. Da fahren die drauf ab, da die Jungs, und da schicken die ihm auch so öfter Arschlöcher und ihren eigenen Pimmel und wollen wohl Schwerter überkreuzen und sowas, so eine Sache, weißt du? So, das kommt vor so. Also Frauen sind da ein bisschen anders. Frauen, die sind da, die fallen nicht sofort mit der Tür ins Haus. Die schicken erstmal, weiß ich nicht, einen Gruß oder ein Herz oder. Ja, du, ich habe das ja auch, selbst ich, der alte Mann hier, alter Mann mehr, ich habe das heutzutage immer noch, mindestens zweimal die Woche. Es kommt immer so, junge Mädels, die schreiben mir dann, hey, hi, wie geht's? Und dann, jetzt weiß ich ja mittlerweile, wie es läuft. Dann schreibe ich direkt, ah, okay, bist du geil? Bist du horny? Ja, ich bin horny. Und dann geht's direkt los. Oder, okay, schick mir ein paar Fotos, dann schick mir dann nackte Fotos oder spielen mit sich selber rum. So. Aha, gut, cool. Weißt du, was Sache ist? Kenne ich mittlerweile auch alles. Amüsiere ich mich köstlich drüber. Ja, amüsieren kann man sich gut darüber, aber ist keine Frau fürs Leben natürlich. Ne? Ja, wirklich? Oh Mann. Ja, wo andere was dazu gelernt. Du hast ja auch da eine Frau, die dich gerade gut betreut hat da. Und dann braucht man sowas auch nicht. Aber wie gesagt, schon zum Amüsieren ist es manchmal schon, ist es überall, aus Instagram oder manchmal so, die Welt ist nicht ohne Mama, ne? Ja, hat sich alles schwer verändert. So, jetzt sprechen wir über Bodybuilding. Lass uns über Bodybuilding sprechen. Der Mann, der nur Bodybuilding machen will. Ne? Okay. Ich oder das? Gucken, wie gesagt, deswegen muss man reinschnauben. Okay, gut. Dann erzähl uns mal von Anfang an, Steve, wie bist du zum Bodybuilding gekommen? Wie hast du den Bodybuilding-Bug? Wie ist der in dich reingekrochen oder wie auch immer? Naja, also du meinst, wie ich so dazu gekommen bin, meinst du, wie ich da angefangen habe? Ja. Ich habe erst Fußball gespielt im Verein mit so 8 Jahren angefangen, auf dem Fußballplatz, dann richtig im Verein. Mittelstürmer war ich, dann habe ich mit 12, 13 habe ich Boxen gemacht, 2, 3 Jahre, habe auch da Wettkämpfe 2, 3 gemacht und habe dann nebenbei immer schon so ein bisschen gepumpt so. Habe zu Hause erstmal mit Handeln trainiert. Und dann irgendwann hatte meine Mutter einen Kraftsportler kennengelernt, einen Maurer, den Mike hier, vielleicht guckt er, liebe Stelle, Grüße aus Fürin, der Mike, der hat dann trainiert in so einem Oldschool-Studio auf dem Hinterhof, so ein kleines privates Gym. Und da habe ich dann damals, ich war doch zur Schule gegangen, ich war dann, lass mich 14 gewesen sein, glaube ich. Ja, 14 und irgendwie, was war ich, 65 Kilo oder so, 70 Kilo, ja, 65 Kilo war ich, glaube ich. Da habe ich mitgenommen das erste Mal damals, dachte mal gucken, was du auf Kirsche hast. Und da habe ich dann mit dem Bankdrücken auch gemacht, da habe ich gleich irgendwie 60 Kilo gedrückt irgendwie. Meinte er auch so gleich, wenn man sein eigenes Körpergewicht drückt beim ersten Mal, ist schon mal gar nicht so schlecht. Mhm. Ja, das war geil. Das war dann im Studio von meinem heutigen guten Freund noch, dem Jörg, den Hotzi. Und da bin ich dann immer bei Hotzi, noch immer in der Schulzeit, in der Pause, bin ich mit meinem Fahrrad, das war nicht weit von meiner Schule, immer bin ich rüber in eine Pause und habe dann immer Milchshakes getrunken. Hab die immer anschreiben lassen auf dem Deckel von Mike. Und der durfte sie dann immer bezahlen. Da war er glücklich drüber, nehme ich an. War das noch so mit Milchshake hier mit so einem Rührer da runter, mit so einem, so hier, weißt du, so ein Stock hier. Ja, klar. Und so cremig halt und so, die hast du damals getrunken. Da habe ich dann die Dinger immer schon mit Milchschnitten damals gegessen und mit, was war das? Ich glaube, Knäckebrot, glaube ich, oder was. So, das habe ich damals schon gegessen, immer so in der Pause. Und ja, da ging das los so. Da habe ich nachher das Buch von Dorian Yates gelesen, habe ich auch von dem Mike so ein Buch bekommen. Da war dann halt, wie gesagt, noch nichts mit YouTube, noch nichts mit. Da musste ich eine Videokassette, haben wir noch später bestellt. Auch von Dorian Yates. Also, wie gesagt, da muss man sich alles über belesen oder Videos gucken, mit Videokassette rein ins Dings da, ins Fach. Und da waren dann die ersten Berührungen mit richtigen Bodybuildern, waren dann, ja, der Dorian Yates. Damals, der Kevin Levoni und der Flex Wieler so. Ich kannte man noch die Flex halt. Da kannte ich die draus, die Jungs. Da weiß ich heute noch, es war so 1997, muss es gewesen sein. Da war damals der Mr. Olympia, denn wie gesagt, der
der Dorian Yates. Und dann schwer, 1998 war es dann so, da ist dann der Ronnie Coleman Mr. Olympia geworden und da war ich dann mit Mike, da gab es noch den German Grand Prix. Mhm. Da bin ich dann mit Mike nach Essen, glaube ich, war es gefahren damals in Essen. Oder Duisburg, nee, Duisburg war es damals. Duisburg sind wir gefahren und sind wir dann zum Wettkampf. German Grand Prix und da habe ich das erste Mal so richtig Bodybuilder gesehen. Cool. Das war schon geil, war brutal. Da war die Halle noch voll, da war richtig, richtig Action, haben die alle da gebrüllt und gemacht und getan. Ja, und da habe ich dann, wie gesagt, schon trainiert so ein bisschen. Da war ich dann, dann habe ich auch, wie gesagt, habe ich das mich dann ans Buch gehalten von Dorian, so die Ernährung mit Haferflocken und so, Eier. Und hat dann auch gleich prompt von, weiß ich was damals, 65 Kilo auf 75 oder so zugenommen. So. Hast du auch trainiert wie Dorian so in dem Style, Heavy Duty? Oder? Ja, ich habe ja erst eine Weile viel zu viel trainiert. Da habe ich ja noch nebenbei Fußball gespielt und noch Boxen und alles nebenbei. Noch, also nach dem Fußballtraining zum Boxen und nach dem Boxen zum Bodybuilding. Ich glaube, ich habe 6, 7, 8 Stunden trainiert am Tag. Viel zu viel. Wurde dann immer durchtrainiert und fester so alles. Und dann habe ich dann irgendwann das Buch gelesen und habe ich dann angefangen, die anderen Sport mich abzumelden. Mhm. Und habe dann nur trainiert, Bodybuilding und dann habe ich gleich so zugenommen. Und da habe ich dann kurz vor 80 Kilo, war ich dann irgendwie so. Natural dann alles noch und dann habe ich, wie gesagt, auch trainiert wie Dorian, also weniger trainiert. Und habe dann in dem Stile trainiert, so ein bisschen wie er. Und ja, bin dann gleich irgendwie, war das 79 Kilo oder war das Standgewicht bei mir dann. Da muss ich so, was war ich denn so? Ja, 16, 17 Jahre ungefähr. Okay. Und dann, dann hat man, naja, habe ich so Bankdrückwettkämpfe, genau, da habe ich einen ganz wichtigen Menschen kennengelernt, nachher später für die Karriere. Das war der Enrico, mein Freund Enrico Schütze, den habe ich dann kennengelernt. Der wurde dann in Schwerin damals, wo ich gewohnt habe, da haben die ein richtiges Hardcore-Studio auch gemacht und mit vorne so ein Shop. Und wie gesagt, im Shop war der Enrico dann und hat da die Produkte verkauft. So, dann habe ich dann damals auch eine Lehre angefangen als Koch. Mit 17 genau war das, 16, 17, ja. Und da musste ich dann immer hier so, dass ich was schnell zu fressen habe da. Ne? So Riegel gab es noch, Giants Blocks, vielleicht sagen die was, so die 500 Kalorien Riegel habe ich gekauft. Ja, ja. Eiweißpulver. Da kam ich dann bei ihm in den Shop so damals und er sagt so, na, wie kann ich dir helfen? Und dann habe ich so aus Spaß gesagt, ich will Mr. Olympia werden, sag ich so zu ihm. So, und dann saßen da noch so in der Ecke, so war da so eine Sitzecke noch gehabt, so eine Couch. Und da saßen dann in der Ecke so, ja, wie soll man sagen, so der Untergrund von Schwerin, so die Big Bosse, so die Türsteher-Gemeinde, so, weißt du, so eine Fraktion da. Die saßen dann in der Ecke und haben ein bisschen geschmunzelt, so ungefähr. So, fang erst mal an, so ungefähr. Also, die haben damals geschmunzelt und heute haben sie mich schon gesehen bei Mr. Olympia. Das ist eigentlich eine lustige Geschichte. Wie gesagt, die haben dann gleich abgewunken, aber Enrico war der Einzige, der mich dann ernst genommen hat, so ein bisschen. Der meinte so: Steve, ich finde das gut, ein Ziel muss man haben. Aber setz dir erstmal kleine Ziele, sagt er so. Fang nicht gleich so übermütig an. Das ist gut, das Ziel. Aber wie wäre es, wenn du erstmal beim Wettkampf teilnimmst, ich mache Bankdrückwettkämpfe, mach doch erstmal damit. Du hast doch eine gute Struktur. Was drückst du denn so auf der Bank? Und habe ich so gesagt, irgendwie, was war das damals? 120 mit 80 Kilo Körpergewicht. Wie gesagt, war Junior noch, 17 Jahre irgendwie. Ja, dann machst du doch bei mir mal mit. Jetzt habe ich hier irgendwie Weihnachtsbankdrücken, war dann immer. Hier zu Weihnachten, in der Disco von dem einen Kollegen war dann Weihnachtsbankdrücken. Und. Weihnachtsbank drücken. Ja, sowas gab es. Das war so Tradition bei uns damals. War Tradition. Das ist leider dann ja nicht mehr. War in so eine Disco, die hieß Venusbar damals, zufälligerweise, Venusbar. Und da war dann immer dieses Weihnachtsbank drücken. Da habe ich dann das erste Mal, da war ich dann 18, glaube ich. Da habe ich dann kurz vor dem Weihnachtsbank drücken, habe ich ein bisschen genascht im Topf, weil ich dann mehr drücken wollte. Da habe ich dann, glaube ich, zwei, drei Wochen davor ein bisschen ein paar Thais genascht. Mhm. Drei, vier Thais und habe gleich mich von 20 Kilo gesteigert, irgendwie, glaube ich. Und da habe ich dann ja, glaube ich, beim Wettkampf mit Glatze noch, die erste Glatze geschoren dann damals, wo ich brutal aussehen und da habe ich noch, gibt es noch auf meiner DVD zu sehen, da so richtig brutal, ich glaube, ich habe dann gewogen, 84 Kilo, die ersten 5 Kilo noch dazu genommen und dann habe ich irgendwie 150, glaube ich, geschafft oder so. Von Natural war mein stärkstes dann 130, glaube ich, 135 ich geschafft, da bin ich dann ewig stehen geblieben und dann habe ich nachher 150, 155 dann im Wettkampf gemacht. Mhm. War ich ganz stolz, so. War mein erster Wettkampf. Ich schon eine Medaille gekriegt, die habe ich dann nächsten Tag, 2, 3 Tage noch im Studio immer umgehabt. So. Kenn ich. Geil. War schon schön. Aber wie gesagt, schade, dass es dann damals noch nicht sowas gab wie Instagram, so dass man das halt so speichern kann. Guck mal, wenn du so siehst, ich habe letztens, ist mir auch aufgefallen, da habe ich was gesehen mit dem Urs, wo er noch jung war und noch niemand ihn kannte. 2000, da war noch diese Messe in Dortmund. Kannst du dich erinnern vielleicht? Da war da einmal diese Messe und dieser Wettkampf in Dortmund einmal, 2016, glaube ich, war es. Okay. Warst du schon in Mexiko wahrscheinlich? Ja.
Na jedenfalls, damals gab es ja mal so eine, oh, wie hieß das? Das war eigentlich so eine Messe, nicht so eine kleine Messe wie die FIBO sozusagen mit Wettkampf. Das war 2016 okay. Und da war der Urs und da kam der zu mir am Stand und so und hat neben mir so Masseruf gemacht und so, weißt du? Das war schon lustig. So, wie gesagt, wie man die Leute so anfängt oder so. Also so war es damals bei mir halt so. Und der Urs, wie gesagt, der hat das Glück gehabt, dass man schon sowas festhalten kann. So. Und das gab es bei mir leider nicht. Das habe ich nur so auf Videokassetten so halt. Ne? Richtig. So, und dann von deinem ersten Bankdrück-Wettkampf. Wann hast du den ersten Bodybuilding-Wettkampf gemacht? Oder hast du direkt gesagt, ja, jetzt will ich auch auf die Bühne? Oder wie war das? Ja, dann war das war ja, wie gesagt, mit 18 knapp dann. Und dann habe ich nachher den ersten Bodybuilding-Wettkampf mit genau 20. Wie gesagt, damals war die Frühjahrssaison ja immer im April, die Wettkämpfe. Und dann bin ich ja im Februar 20 geworden. Und dann zwei Monate später habe ich dann das erste Mal mich bei der norddeutschen Meisterschaft blicken lassen da und bin gleich durchgestartet sozusagen. Hab dann damals den Olaf Kodarow als Coach, würde man das ja heute nennen, wie es so heißt, Coach, habe ich den Olaf Kodarow kennengelernt. Das war auch von dem, ich habe ja damals dann angefangen in dem Studio, im Hardcore-Studio zu arbeiten als Trainer. Okay. Und da kam dann, da war noch sogar so, dass dann damals der Günther Schlierkamp das Jahr davor, also 2001 kam der Günther Schlierkamp direkt von der Mr. Olympia-Wahl, kam der bei uns und hat ein Seminar gegeben. Und da habe ich so mit dem Günther nachher nochmal so gepostet hier. Und da hat der Günther mich so angeguckt und sagt so, ja, du siehst gut aus, so ist gute Form und alles. Wie alt bist du denn so? Also Olaf, der Kurve darauf, dachte gleich zu ihm, ja, er ist doch Junior, er müsste auf die Bühne mal endlich und so. Und da war ich aber noch so damals, da habe ich schon damals gesagt, ich brauche noch mehr Masse. Hm. Habe ich gesagt so. Und dann sagt der Günther, nee, du brauchst, mach erstmal, sammle Erfahrung und mach erstmal Wettkampf. Und da kam dann der Stein ins Rollen, da habe ich mich dann überreden, oder was heißt überreden, also habe ich mich motivieren lassen so ein bisschen. Okay. Und dann hat dann der Jens damals, der das Studio gehört, hat dann auch gesagt, so, ich unterstütze dich da auch, kriegst dann auch Produkte von mir und so. Und wir fahren da auch hin so gemeinsam, kostet auch Geld oder Starterlizenz, also was bezahle ich dir. Und dann startest du für mein Gym und dann geht er ab die Post. Ja, und dann haben wir das, dann sollte der Olaf mich da, hat er mir Diät aufgeschrieben da, das ganze Kram, so das Oldschool-Diät. Posing gelernt mit dem Olaf Kovadarov damals und dann ging das los. Dann war ich, wie gesagt, ich glaube, es war heute 27. April 2002, bin ich norddeutscher Meister geworden, mich qualifiziert für die deutsche Meisterschaft und die war dann irgendwie im Mai. Und da bin ich dann das erste Mal bei den Junioren deutscher Meister Gesamtsieger geworden. Ja, überleg dir das massiv, so pretty much das erste Mal auf der deutschen Meisterschaft und du räumst alles ab. Ja, ja, wow. Wie war denn das Gefühl? Ich meine, ich kann mich auch noch daran erinnern an meinen ersten deutschen Juniorensieg. Das ist etwas, was man niemals vergisst. Wie hast du dich denn da gefühlt? Warst du überrascht oder hast du gedacht, naja, nach der noch deutschen, das schaffe ich? Oder wie war das? Ja, mehr überrascht war ich noch bei der Norddeutschen über die ganze Resonanz, so dass ich so da ankam. Ich war eben auch gleich sofort so ein bisschen Publikumsliebling dort zu dem Zeitpunkt. Ich habe dann Ronnie Coleman hier so kam ich auf der Bühne und. Und hab auch zu so ein, ja, so kam ich auf die Bühne. Ich habe dann auch vorher die Videos immer alle geguckt, da von Ronnie Coleman und frage mich nicht, meinen Sie denn, ich könnte auch so auf die Bühne kommen? Also heute würde ich schon disqualifiziert werden, wahrscheinlich. Aber wie gesagt, hatte er damals schon eine große Fresse, so ein bisschen. Ich wollte gerade sagen, selbstbewusst warst du schon. Das war ich von Anfang an so, war ich schon früher immer. Und geil. Ich will mal kurz gucken, dass hier, dass der Akku nicht abspackt. Na, jedenfalls, war ich damals schon selbstbewusst, bin dann da so hin und hab dann da so Gangstermusik da, so Rapmusik da, ich glaube die im Ex oder was war, habe ich dann da gepostet. Ich habe aber viel zu schnell gepostet, eine Pose zur anderen nächsten ganz schnell gezogen. Das war damals schon so mein Schwachpunkt und ja, aber ich habe halt dominiert. Ich war halt 80 Kilo, bin ich dann gestartet so. Ja. Und war aber wirklich schon gut hart und hatte gute Beine damals schon und hatte eine gute Form an sich so. Also war alles auch so, die Symmetrie war vorhanden gut. Naja, und ich hatte damals, der Stegelbruch, den kennst du ja auch bestimmt. Ja, Jürgen, klar. Jürgen Stiegelbrock hatte damals moderiert und meinte dann auch so, der Steve hier, der ist ein Ausnahmetalent, der könnte auch bei den Männern heute starten und würde da unter die Top 5 kommen ungefähr. Naja, und dann nahm das so seinen Lauf, wie gesagt, Gesamtsieger dann, Deutsche Meisterschaft. Und dann habe ich dann irgendwann noch den Dirk Kau kennengelernt vom NRC und bin dann im Herbst dann nochmal darauf die NRC Deutsche Meisterschaft gestartet oder erst... Ich glaube, Ostdeutsche, Norddeutsche irgendwas gemacht und dann zur Deutschen dort, da hat auch mal der deutsche Meister geworden. Und dann bin ich das erste Mal international von den Jungs nach Spanien und bin dann Vize-Weltmeister geworden sogar noch damals. Ah, okay.
Das wusste ich nicht. War mein erster, ja, das war damals mein erster internationaler sozusagen Wettkampf. Das war noch damals, ja, Andreas Bosse war noch dabei, Andreas Frey damals und ja, wie gesagt, es war so mein erstes internationales Ding so ungefähr. Dann, da habe ich noch damals den, wie heißt der jetzt, auch Profi heute, Clarence Devis. Mhm. Aber der lässt im Moment auch nicht mehr so viel von sich hören. Der, ja. Dann später der Daniel Todt war ja auch noch beim NRC, den haben wir auch noch öfter gesehen. Solche Athleten und so. Naja, dann habe ich ein bisschen länger noch beim NRC, da habe ich dann Wettkämpfe noch gemacht. Und bis ich dann mir sagte, ich möchte wieder zurück zum IFBB, das war 2006 und dann bin ich zu den Männern halt. Aber warte mal, lass uns mal ganz kurz reden. Du bist ja 2004 Juniorenweltmeister geworden, das ist ja auch ein Riesending. Wie hast du dich denn da gefühlt? Oder war das auch so, ah ja, der Steve kommt wieder auf die Bühne und gewinnt sowieso? Oder wie war das? Das habe ich dann sein lassen. Da habe ich dann auch von anderen Daten auf den Kopf gekriegt und gesagt, du lass mal, mach mal ein bisschen ruhiger. ich selber bin jetzt auch, wie ich 40, wenn ich heute die 20-Jährigen sehe und die dann so, bin ich dann auch mal so und denke so, Mensch, Jungs, macht halblang. Oder wenn sie alle erzählen, sofort einen Wettkampf und wollen alle sofort Profi werden, ja, dann denke ich immer so, ja, einen Schritt nach dem anderen lieber. Ne? Aber da, wie habe ich mich gefühlt? Ja, geil, fühlt man sich, ne? Geil. Das ist ein gutes Gefühl, so allgemein. Bist du danach noch auf den Boden gegangen oder bist du mehr so geschwebt über den Boden? Ja, nachdem du Weltmeister warst. Ja, das Geile war ja noch, den Weltmeister habe ich ja so gewonnen, dass ich dann den besiegt habe, gegen den ich letztes Jahr davor noch verloren hatte. Das war ein starker Ukrainer, da war ich, war vorher 2003, glaube ich, die Universum, die ja immer ist vom NRC im Herbst. Und die habe ich dann mitgemacht damals und da bin ich dann Dritter oder Vierter nur gewesen. Da war die vorne, da habe ich 4 Wettkämpfe ineinander gemacht: Ostdeutsche, Norddeutsche, Westdeutsche, Deutsche und dann die Universum, 5 glaube ich so. Und dann habe ich, genau bei der Universum, habe ich dann was zu viel. Und da war ich schlecht in Form, da bin ich dann nur Vierter geworden oder so, glaube ich. Da war so ein starker Ukrainer, der hat damals, weiß ich heute noch, der hat dann das Ding da gewonnen und im Sommer darauf, später habe ich dann den besiegt. So. Da war ich besonders stolz drauf. Das war schon geil. Kam ich auch in eine Zeitung damals in Schwerin und so, war ich ganz stolz, haben sie mich dann in eine Zeitung mit reingenommen und musste ich so ein Interview für die Volkszeitung damals geben. Da war schon ein geiles Gefühl so. Aber das geilste Gefühl war eigentlich so der erste Wettkampf so. Da war meine Mutter auch recht stolz, so hat da so, meine ganzen Jungs aus dem Studio sind mitgekommen und haben mich da angefeuert. Das war das Geilste, da war Action so. Das war richtig schön lustig so. Da habe ich bestimmt so 30 Leute, hast du da im Publikum, habe ich dann so gewunken so, yeah, yeah. Und die haben alle dann, einer Kumpel, der hat immer noch gesagt, jawohl, jawohl, ganz laut, jawohl. Geil. Das war schon geil. Das war so schon eines der schönsten Wettkämpfe, die ich gemacht habe, so auf jeden Fall. Damals haben die Hallen auch noch getobt. Da waren die Leute noch komplett verrückt. Ja, genau, da war noch andere Stimmung, so, das muss man schon sagen. Total. Ja, leider ist es so. Und dann, nachdem du deutscher Meister wurdest, wie war das als Männer deutscher Meister? Ja, da war ja so damals, was war denn? Ja, dann habe ich überlegt, was ist jetzt der nächste Schritt so? Da kam ja, glaube ich, dann die 202 Klasse raus. So. 202, Genau, damals mit dem Flex Lewis da als Champ. Und dann wollte ich unbedingt Profi werden für die 202. Und ja, dann habe ich mir, oder genau, das war ja 2006, dann bin ich nochmal, dann gab es ja erstmal damals so Wettkämpfe wie bei dem Body Extreme Invitational. Das sagt dir vielleicht auch was, da waren dann so internationale so Leute, da war dann, bin ich mit Thomas Scheu, mit hier Mario Hemmer, den du letztens am Start hattest, der war auch dabei sogar mal. Okay. Der war auch noch am Start damals, mit dem war ich auf der Bühne zusammen. Also so ein internationales Feld damals. Daniel Todt war damals noch am Start. Dann damals noch Alex Lesukow, vielleicht kennst du den noch, war auch so ein Talent damals. Und so Leute dann, hab ich so eine Wettkämpfe gemacht, so international. Und dann habe ich irgendwann, war ich nochmal krank in ein, zwei Jahre, hatte ich irgendwie so ein, was war das da? Magen, Darm, was, hier, Helicobacter-Virus, scheiße, zu kämpfen. Ein, zwei Jahre? Ja, da wusste ich immer, habe ich nicht herausgefunden, was das ist. Da bin ich von Arzt zu Arzt gelaufen da. Die haben dann immer, weißt du, die Ärzte, da weißt du, wie die Ärzte sind, dann hier, nimm mal das, das und das. Und da bin ich dann irgendwann zum dritten Arzt und der hat dann irgendwie mal irgendwas da rausgefunden. Habe ich da ein Jahr allein mit der Scheiße da rumgehört. Also, dass ich nicht richtig essen konnte, nicht richtig, dann immer gekotzt und so und das und nie rausgekommen, was war. So. Ich kenne das auch so ein bisschen. Ich habe mir auch mal so ein Virus geholt vom Sushi-Essen. Hatte ich 6 Monate vielleicht den brutalsten Dünnschiss, bis es dann endlich mal langsam besser wurde. Ja, ist brutal. Aber wie gesagt, das ging bei mir, das ging ja so rauf und runter, musst du dir vorstellen. Das ging immer wieder ein bisschen besser.
Aber das war dann das Schlimmste, war halt, dass ich dann keinen Appetit hatte und mehr Völlegefühl. Dass ich dann auch immer manchmal nach dem Training kotzen musste. Da habe ich dann irgendwie Shake getrunken und musste dann kotzen. Oh, shit. Das war eine Helicobacter Vio. Das ist so eine Art Pilz und so. Und da musste ich mit Antibiotikum richtig beigehen und dann wurde es auch besser. Dann habe ich dann wieder angegriffen. 2010 bin ich dann wieder zurückgekommen, nachdem ich irgendwie 2 Jahre, glaube ich, nichts gemacht hatte. Dann. Und da habe ich sowas wie Heavyweight, da gibt es auch noch Videos von mir, so Heavyweight Cup gewonnen und sowas. Und dann wurde ich ja erstmal vom DBV damals gesperrt. Da wollte ich zur deutschen Meisterschaft fahren. Da habe ich dann das erste Mal die Freiklassik gemacht. Mhm. Da war die erste Freiklassik damals gewesen. Und da habe ich die Freiklassik gewonnen, sozusagen, die erste. Und wollte 1-2 Wochen später dann zur deutschen deutschen Meisterschaft, glaube ich, war das oder so. Also ich glaube, ich hatte erst vor der Freiklassik noch die Norddeutsche oder irgendwas gewonnen, mich qualifiziert für die Deutsche. Dann habe ich die Freiklassik gemacht und dann wollte ich zur Deutschen und dann durfte ich nicht. Nein. Dann wurde ich gesperrt. Aha. Das war ja damals noch so mit Sperre. Ich weiß nicht, wie es heute noch da ist. Die sind ja alle. Nee, nicht mehr. Können sich nicht mehr leisten jetzt. Da waren sie so, da wollten sie das. Aber da bin ich dann halt schon so ein bisschen gegen angekämpft. Dann bin ich da auf der FIBO, haben sie es mir, glaube ich, gesagt. Genau, da war damals auf der FIBO so ein Wettkampf irgendwie. Auch noch wie so ein FIBO-Wettkampf war das damals gewesen, so ein Amateurwettkampf. Und der war auch schon vom DBRV und da haben sie mich dann auch schon für gesperrt. Genau so war das. Und da bin ich dann sauer geworden und bin dann auf der FIBO, glaube ich, mit so einem T-Shirt noch rumgelaufen. Ich bin gesperrt, scheiße drauf oder so irgendwas, glaube ich. Das hätte ich auch gemacht. Das meinte ich. Du bist so ähnlich wie ich. Geil. Ja, ja, so war es denn so. Also da war ich schon so, dass ich auch dachte, so du, ihr könnt mich sperren, aber macht, was ihr wollt, aber eigentlich ist das scheiße von euch. Also ich muss das nicht mitmachen, so ungefähr. Das war's dann los. Ja. Naja, und jedenfalls, dann war die irgendwie so, dann musste ich ja irgendwie so ein Jahr aussetzen oder ein Jahr da warten. Und dann bin ich halt 2011 wiedergekommen im Herbst und habe dann mich vorbereitet und bin dann, wie gesagt, auch erst wieder Norddeutsche Meisterschaftsqualifikation. Da habe ich mit Norddeutschen Meisterschaft und mit Ronny Rocke zusammen, der war Gast da gewonnen die Meisterschaft, Gesamtsieg und habe dann noch zum Schluss gepostet als Gesamtsieger mit dem Ronny Rocke zusammen. Und dann sah man halt schon, da ist Potenzial, der sieht nicht viel schlechter aus, der Steve, als der Ronny Rocke so, ne? Okay. Und ja, da war ich dann, wie gesagt, zur Deutschen gefahren. Damals habe ich dann noch, glaube ich, Männer 4 war es ja dann, bis 4, ich glaube 96 Kilo ich gehabt bei der Norddeutschen. Okay. Und dann habe ich mich runtergewirtschaftet da in die 90 Kilo Klasse. War dann aber richtig trocken. Wow, okay. Richtig schön hart, bin ich dann mit 89,9 auf die Waage und habe dann nächsten Tag die Deutsche gewonnen im 90 Kilo und habe dann im Gesamtsiegerstechen gegen Markus Hoppe gewonnen. Ah, okay, das wusste ich nicht. Cool. Den kennt man ja heute auch. Also Markus Hoppe war dabei und irgendein Bekannter war noch von heute dabei. Ich weiß aber den Namen jetzt nicht. Und dann bin ich Gesamtsieger geworden und damals wurde das letzte Mal die für die deutsche Meisterschaft, für die internationale, damals war es ja öfter so, dass die Pro-Card meistens nur für die internationale deutsche Meisterschaft ausgeschrieben wurde. Okay. Nicht für die Frühjahrsmeisterschaft, da war die normale deutsche Meisterschaft. Im Herbst war ja immer die internationale. Genau. Und dann gab es ja noch manchmal die Pro-Card. Und da habe ich dann damals die Pro-Card gewonnen. Damals. Aber dann hast du dir Zeit gelassen bis zu deinem Pro-Debüt oder was? Nee, da bin ich gleich 2012 gestartet. Bei Pro-Card. Ah, okay. Wusste ich. Damals sogar noch offene Klasse erst. Da gab es noch sowas wie die FIBO Power Pro. Also so die FIBO Profi-Meisterschaft auf der FIBO direkt. Und die habe ich dann das erste Mal, war das mein erster Profi-Wettkampf, war das dann. Und da bin ich bei der offenen Klasse gestartet und bin dann, glaube ich, knapp am Finale, Siebter geworden. Okay. Da hat auch noch der Johannes LFDA das mitgemacht. Mit dem hast du ja auch schon interviewt. Ja. Der hat auch nochmal angegriffen. Der war dann auch nochmal so am Start. Und der Matthias Brotthoff war auch noch dabei, glaube ich. Ah, okay. Cool. Matthias Brotthoff auch noch. So, und okay. Ich bin dann so, wie gesagt, Siebter oder so geworden. Und John Jackson hat damals gewonnen. Weißt du noch, weil ich war damals im Sponsoring-Pool mit All-Stars, zusammen mit Johnny Jackson. Das war auch geil, da kann ich euch erzählen, das war noch lustig. Dann waren wir nach dem Wettkampf, mussten wir ein Shooting machen. Ja. Und dann sind wir mit den ganzen All-Stars-Jungs da, waren ein paar Tschechen dabei und dann sind wir da zum Studio, zum Bernhard Schuber, hat damals noch sein eigenes Studio da in Augsburg. Auch so eine Hardcore-Bude, wo der Roman noch öfter auftauchte. Und da mussten wir ein Shooting machen und dann sollte hier der Johnny Jackson so mit die schwersten Handeln so Schulterdrücken, so tun, als wenn er Schulterdrücken macht. So. Ja. Und dann sagt er so, ja, dann gib mir die schwersten, so und ohne Wahrmachen, so halt, ne? Eingeölt so ein bisschen da mit Klamotten. Dann nehme ich die schwersten, sagt er so. Und dann sage ich, ja gut, okay,
Und da mussten wir, hat er 60, 70 Kilo Wandel da gehabt. Und wir dann die alle ihm so zugegeben und er dann so, ja komm, gib mir. Und dann habe ich so gefragt, hast du? Er hat sie so, und er so, ja, habe ich, lass los. Und dann hat er so aus dem Kalten erstmal los, so immer die ganze Zeit so zwei gemacht und gedrückt, so, weißt du? Also, Wahnsinn, der Typ. Mit 60, 70 Kilo für die Schulter, weißt du? Wow. Und wir alle da so, und hast du? Und er so, ja, fair, gib mir, ja, ist kein Problem, gib mir. Und dann hat er da die ganze Zeit immer so. Also da war ich das erste Mal so, da habe ich erstmal so einen richtig professionellen Athleten kennengelernt, so der auch so, was Shooting angeht und so, also war schon geil so. Ja, der ist super stark, der Johnny Jackson. Super stark. Ja, der ist ja stark, wie gesagt, aber ich habe gemerkt, wie stark der ist so. Und eben auch, wie der so erfahren war. Der hat dann halt Shooting gemacht mit dem Fotzegemann damals so und der war auch schon ein guter Fotograf. Der hat dann einen immer motiviert, du bist groß, komm, ja, ich will noch mehr und noch und gib mir und Power und so. Und dann der Johnny Jackson, der ist halt so, der, wenn du da Fotos machst, klick, klick, klick. Dann macht er halt bei jedem Foto immer eine andere Facette. Der dreht sich dann richtig schon so. Okay, cool. Ja, da habe ich dann so auch das ganze Fotografieren so gelernt, so ein bisschen, weißt du? Okay. War schon geil. Also da, du lernst dann so, wenn du guckst bei den manchen so, ne? So fast dann verstellt. Also wie gesagt, der war schon, was das denn jetzt geht, sehr erfahren oder auch cooler Typ so auch so an sich so. Der war schon geil. Das war lustig damals so. Ja, wie du gerade sagst, man lernt, wenn man guckt. Das fällt mir heutzutage so oft auf in den Studios. Die Leute sehen, du bist jetzt so viel besser als andere, aber anstelle vielleicht auch mal so zu versuchen, so zu trainieren, wie du trainierst, machen sie nicht. Dann machen sie komplett was anderes und wundern sich, dass sie so scheiße aussehen. Aber naja, okay. Ja, gut, heute trainieren die ja sowieso die meisten. Wenn ich das mal so sehe, also so ein Johnny Jackson, wenn du den trainieren sehen hast, der macht ja sehr statische Bewegungen, also schnell und auch schwer und sehr schwer halt auch und so. Und heute ist er, sag mal, bald mehr in hier einarmig hier. Langsam, ja. So, das ist ja so das, was heute so alle nachmachen, wie du gerade sagst, gucken. Also da sehen sie dann bei dem und dann ich sehe bei mir hier, dann sehen sie das beim Urs und bei den anderen Jungs da, bei den, so ist ja auch gut hier, ne? Mag ja auch gut sein, hier einarmig für den Rücken ziehen von oben und für die letzten Wochen vom Wettkampf mag das auch alles hinhauen. Genau, da macht es Sinn. Da macht Sinn, genau. Aber dann siehst du halt, dann gehe ich ins Studio bei mir ins FedEx hier und dann sehe ich da die 16-jährigen Bengels, die machen das dann auch so. Die haben noch nicht mal, die können bei Bankdrücken, machen sie so und setzen das auf den Kopf oder beim Kniebeugen wackeln sie da rum und aber machen die Übungen. Wo ich dann denkst, so, Alter, das muss sein, so, weißt du? Genau. Aber so ist die Welt jetzt. Also wie gesagt, da kann man schon, das ist schon lustig, mal zu beobachten mit diesen ganzen Instagram. Yeah. Klar. Und dann 2017 bist du ja knapp an der Olympia-Quali vorbei. Ja? Da wurdest du Zweiter. Da wurde ich noch Zweiter der Ronny Rockel bei der Prag Pro. Das war auch geil. So, und ja, da habe ich schon bei der Meisterschaft sehr gute Punkte geholt. Und dann, glaube ich, habe ich noch einen Wettkampf. Ich weiß nicht mehr, was war es denn. Nee, da war es, glaube ich, nee, 2017. Da war 2017 war ja schon so, dass die Prag Pro so stattfand, dass da vor der Olympia war und die Meisterschaft, die Punkte gingen dann für 2018. Ah, okay. So war es dann. Also die waren im Punktesystem für 2018 für die Quali. Mhm. Und dann bin ich ja damals 2018 zur New York Pro mit dem David Hoffmann noch gefahren und da bin ich dann knapp am Punktesystem vorbei, ich glaube Sechster geworden oder so. Die ersten 5 kriegen nur Punkte. Okay. Und so war das dann. Und dann bin ich, glaube ich, nochmal mit dem David irgendwie nach Alicante oder irgendwo noch zum Spanien-Wettkampf und da genau dasselbe Spiel. Also immer so knapp am 5er, 6er Feld, 6er Platz so vorbei dann so. Hm. Und da habe ich mich dann dadurch, wie gesagt, leider nicht qualifiziert. Keine Punkte oder kein nichts gerissen sozusagen. Okay. Und wann warst du das erste Mal bei Mr. Olympia? Wann hast du dich erst mal qualifiziert? Dann habe ich mich das Jahr darauf erstmal qualifiziert. Das war 2019. Okay. Da bin ich ja dann, da warst du in Las Vegas noch. Da habe ich mich qualifiziert durch mehrere Wettkämpfe waren es denn. Hm. Da war ich ja dann noch, oh, was war das? Ich glaube auch, ich weiß gar nicht mehr. Was war es? Ich glaube, nachher war ich sogar zwischendurch in Kanada, war ich noch zum Wettkampf mit Dennis Wolf damals das erste Mal. Dann davor noch in Chicago. Und ja, nachher war ich auf jeden Fall qualifiziert irgendwie so. Nachher warst du irgendwie qualifiziert. Irgendwie war ich nachher durch die Punkte qualifiziert. Ich habe, glaube ich, da die Zeit da, wie gesagt, ich habe halt so viele Wettkämpfe jetzt da alle gemacht, ich weiß nicht mehr. Und wie war das? Ich meine, wie war das? Jetzt war es das erste Mal bei Mr. Olympia. Wie hast du dich denn gefühlt? Ich meine, das ist ja was ganz, ganz Besonderes. Natürlich, war geil. War schon ein geiles Gefühl. So.
andere Welt, andere Bühnen auch, wie gesagt, ist ja sowieso, weißt du, wenn du von Amateurmeisterschaften kommst, von den DBV-Meisterschaften, dann gehst du zum Profi-Wettkampf, dann diesen Profi-Wettkämpfe sind ja schon ein bisschen was Größeres, und dann gehst du vom Profi-Wettkampf zum Mr. Olympia. Das habe ich jetzt gerade wieder gesehen, wo ich jetzt am Wochenende da war. Das ist halt eine ganz andere Bühne, ne? Eine ganz andere Halle, eine ganz andere Anlage, eine ganz andere Feeling, ganz Ja. anderes Publikum, und das ist Wahnsinn. Ja. Das ist schon ein einmaliges Gefühl. Also, ich habe die beiden Medaillen hier auch hängen, hier, da hängen sie noch, und dieser, das waren schon. Das kann man noch, das kann man, das ist so eigentlich, das ist so, das kann man noch so, das ist so, das ist noch wert. Das kannst du ins Instagram-Profil reinschreiben mit. Ne, Olympiateilnehmer. Ja, Das hat auch genau. noch eine Wertstellung Ja. heutzutage. Hast du jetzt zweimal geschafft? Du sagst, du bist ja gerade vom Olympia gekommen. Wie hast du es empfunden? Wie hast du den Olympia erlebt als Zuschauer dieses Mal? Wie war das? Ja, dieses Mal sagst du ja, weil ich 2019 habe ich mir das ja auch angeguckt und letztes Jahr auch. Ja, dieses Mal, ja, wie gesagt, eigentlich war es das dieses Mal der geilste Mr. Olympia, von der Spannung, von den ganzen Dings so, von denen, die ich jetzt alle geguckt habe, so. Absolut. Ja, war schon, ich muss sagen, letztes Jahr war es ja in Orlando, da war die Bühne noch ein bisschen größer, da war dieses ganze, wenn du da in die Halle kommst, da war der Wow-Effekt noch ein bisschen größer, da habe ich gedacht, so, alter Scheiße, was ist das, was hat der Jack Wood hier, die war weitläufig lang, so, und da hat er dann auch zwischendurch, das war auch geil, da hat der Jack Wood dann damals so eine Bodybuilder-Weiber da, alle so halbnackt da auf der Bühne, so mit Rock'n'Roll, damit Schlagzeug da bum bum und posen lassen und so. Da haben der Matze Busse und ich uns schon so quer angeguckt und gedacht, so, oh, hier ist Hans Hoffmann for Ladies. Geil. Nee, das ist ja kein Geheimnis, dass der da so auf so Weiber steht, da irgendwie meinten die Jungs da, alle anderen. Oh. Also, war schon witzig so. Also, dass der das Frauenbodybuilding ein bisschen so gut Na, das findet. Und stimmt. Ja. der hat das ja wieder zurückgeholt, und da war schon lustig. Da waren die dann so in so einem Monokini, die Mädels da, und mit Leder und Lack und Domina-Style so, und war schon ein bisschen lustig teilweise. Okay, Das cool. war so eins der Shows damals so. Aber wie gesagt, da war es damals eigentlich sonst alles abgelaufen wie jetzt auch so, dass dann die Pre-Judgings teilweise von den anderen Klassen außer den Open auf dieser Expo da stattfand, wo die Open-Jungs dann dort das Pre-Judging und das Finale dann haben. Aber da war die Halle bis noch ein bisschen. Das war so das Größte, was ich bis jetzt gesehen habe. Aber jetzt am Wochenende war auch geil, muss ich auch sagen. Das war das Zweitgrößte. War noch besser als, weil jetzt haben sie es ja im Planet Hollywood gemacht und damals im 2019 in Las Vegas im New Orleans Theater da irgendwie. Ja, war immer in New Orleans, ja, schon viele Früher, Jahre, genau, genau. ja. Ja, das New Orleans Theater ist so ein bisschen so gebaut wie so eine Fußballarena so. Aber ich muss sagen, das Theater, wo sie jetzt waren, gefällt mir besser so. Auch der Sound und alles, die Effekte waren schon geil. Ein paar Sachen sind da zwar. Hast du ja auch, habe ich ja euer Podcast gesehen mit der Martina, mit dem Danny. Habt ihr ja auch gesehen, da ein paar Sänger sind da ausgefallen. Ich weiß nicht, was da jetzt diesmal Ja. los ist. Ist uns auch aufgefallen, dass dann da war so ein grünes, so ein großes Bild an der Seite, das dann irgendwie zum Schluss immer angefangen zu flackern und ist dann irgendwie ausgefallen so. Ja, Ja, die kann ich Leinwände, das hat mir der Jean-Pierre Fuchs auch erzählt. Dass auf einmal sind die Leinwände ausgefallener Seite, Leute haben die Halle verlassen, la la la, keine nicht. Ahnung, irgendwas in Du der konntest dann nicht Richtung. mehr die Jungs sehen, weil wir hatten auch schon von Weitem einen guten Platz da ganz groß. Und dann konntest du die, war da immer so halt, wie gesagt, so ein großes Bühnenleinwand da, wo du dann die Jungs ein bisschen größer gesehen hast. Und das war dann Ja. nicht mehr gegeben. Und dann musstest du nur von ganz oben die Jungs da in so Mickey-Maus-Größe, hast du die nur noch gesehen. Da hast du halt, Da bringt konntest nichts, halt ne? Wenn du kein nicht, Fernglas hast, dann ja, ja vergiss genau, es. konntest halt keine Einschnitte, nichts sehen und so. Da wusstest du halt Nee, nicht, wer jetzt nee. da vorne macht das Ding. Wie hast du Aber unsere gut. deutschen Jungs gesehen, mal kurz? Ja, die habe ich so gesehen, wie sie auch platziert worden sind, eigentlich im Grunde. War das ganz. Aber also allgemein waren alle Wertungen waren sehr fair, muss ich sagen. Ja, fast alle. Muss ich Bei mit mir vielleicht. einstimmen. Bei Ist dir nicht vielleicht oft nicht. so, aber das war richtig gut. Ja. Welche siehst du nicht? Welche siehst du als nicht? Ah, Kamal hätte Zweiter werden müssen in der 212er. Das war ja ein totaler Witz, fand ich. Ja, da gebe ich dir recht. Ich hab letztens sogar ein Bild gesehen, da habe ich sogar gefunden, dass er sogar der erste, also der würde auch sogar den schon. Ich bin halt so ein bisschen mehr der ästhetische Bodybuilder-Typ so. Bodybuilding-Fan, und da würde mir der Kamal besser gefallen als der Sean Clarida auch. Ja, der Jean Aber. Clarida, das Package insgesamt war halt ein bisschen besser, ne? Aber Ja, dritter der ist halt Platz war brutal. ein Das ist Witz. ein Monster. Das ist halt ein Monster so auf der kleinen Größe so, und Ja. ja.
Aber andererseits kann man auch sagen, so vor dem, fürs Hardcore-Bodybuilding hat er verdient gewonnen vielleicht, aber wie du sagst, so den Engel Caronda, Caron, den finde ich jetzt auch nicht so ästhetisch. Nee, und der war weich, der wurde immer weicher, der ist zugelaufen mit Wasser am Schluss, das war grauenhaft, also das ging gar nicht, so die Platzierung überhaupt nicht. Ganz so. Weil wie gesagt, wir eben so weit da saßen, ich habe den Livestream nicht gesehen, wir saßen weit entfernt und das konnte ich so richtig erkennen. Ja klar. Okay. Hast du aber einen Short-Trip gemacht nach Vegas, ne? Wie lange warst du da? 4-5 Tage nur oder was? Nee, wir waren zwischendurch, da waren wir in Phoenix beim Dennis James noch. Ah, okay. Und du warst beim Dennis, hast du mit Dennis trainiert, genau. Genau, da waren wir dann da erstmal noch und dann waren wir angekommen Dienstag, glaube ich, von Dienstag bis Montag jetzt. So, wird Dennis jetzt zurücktreten vom Bodybuilding? Das hat er ja gesagt, wenn Rami nicht gewinnt, dann dreht er zurück vom Bodybuilding, ne? Ja, das war jetzt. Ja, das darüber habe ich mit bisher noch nicht mehr mit dem Dennis gesprochen. So. Aber ich glaube, ja, da muss man nochmal natürlich so sehen oder klarstellen. Das ist natürlich ist ja eigentlich klar, dass der jetzt. Ich bin ja, das ist ja in meinem Video vorgekommen dort. Ich bin ja dann zum Dennis auch hin und habe mir so gedacht, ja, irgendwie ist das komisch, so, warum haben sie nur außen und die haben ihn gar nicht verglichen so richtig und irgendwie. Ja, war da auch schon für mich so ein bisschen leicht zu erkennen, dass da so die Form jetzt halt auch nicht 100% war den Tag so. Und das hat mich schon alles, also das war irgendwo auch natürlich das Spannende, so fand ich an dem Wettkampf da irgendwo auch, dass alle das nicht so richtig wussten, wie was jetzt nächsten Tag ist. Das war zum einen auch, das ist natürlich eine Spannung, hab ich auch zwischendurch gedacht, ob das extra gemacht worden ist, wegen mehr Spannung und so vielleicht mal. Ja, ich hatte auch so einen Moment, ich hatte in dem Moment zuerst auch nicht damit gerechnet, dass sie den Rami wirklich so weit runterhauen würden. Ich habe gedacht, naja, vielleicht denken die, der ist so gut oder keine Ahnung, du weißt, wie es ist mit dem amtierenden Mr. Olympia. Ja, wie die Martina ja auch bei euch sagte, das hat es noch nie gegeben vorher so richtig und warum die ihn dann auch so da verhungern lassen haben, so außen und so, das ist schon heftig so. Ja. Aber wie gesagt, das war ja so gekommen und der Dennis, ja, ich meine, dass der Dennis sozusagen, er hat ja, glaube ich, gesagt, wenn das so kommt, dann habe ich keine Ahnung vom Bodybuilding, dann ziehe ich mich zurück oder sowas. Ja, irgendwie sowas. Ja, genau. Und selbst nach der Vorwahl hat der Dennis immer noch gesagt, ja, der Rami ist so gut, deswegen Das hat ja nicht nur der Dennis gesagt, das hat ja dann auch der Nick Strength and Power auch so gemeldet, irgendwie mit seinem sofortigen, der ist ja mal sehr schnell mit seinem Video danach. Genau, Dexter Jackson auch, hat zum Jumpier Fuchs dasselbe gesagt. Ja, genau. Aha. Ja, warum auch immer, also wie gesagt, also ich will jetzt mal zum Dennis James, den habe ich jetzt kennengelernt da die Tage so und der Mann hat schon Ahnung vom Bodybuilding, also das war natürlich so ein Spruch von ihm und klar, dass das jetzt natürlich so den Leuten so genommen wird, aber wie gesagt, der Mann weiß schon sonst, der Mann hat halt jetzt einmal daneben gelegen, aber der hat schon sonst wirklich Ahnung vom Bodybuilding und hat auch wirklich ein richtiges Know-how halt, ne? Also war jetzt natürlich doof gelaufen so. Aber einerseits kann man auch verstehen, was soll er machen? Er würde wahrscheinlich da zu seinem Mann stehen und zu seinem Freund, zu seinem Trainer soll er ja nicht sein, aber wie man es nimmt, würde ja jeder auch zu seinem Athletenfreund, wie auch immer, stehen und wahrscheinlich nicht so, wenn der jetzt da ein Prejudging zu ihm hingeht und sagt, so du, das ist gelaufen, dann, ich weiß ja nicht, wie jetzt der Big Rami da auch wirklich aufgestellt ist, aber dann da so vom Selbstbewusstsein halt her, dann, ob der da einknickt und nächsten Tag nicht antritt oder ob das mehr so der Typ ist, der dann sagt, er ist recht oder so, das weiß man halt nicht. Ne? Böse Zungen behaupten ja, dass er das wusste und dass er aber den Rahmen jetzt so noch verkauft hat, dass er bei euch bei Smileybox da noch mit rein und der Dennis auch oder irgendwie sowas in der Richtung. Sagen manche. Keine Ahnung. Ja, kann ich. Ja, weiß man. Also wir haben davon nichts mitgekriegt. So, oder so. Na, klar. Das sind Mutmaßungen auf jeden Fall, ja. Ja, natürlich. Weiß man nicht. Ja, sind Mutmaßungen. Aber klar, könnte man schon auch so sehen. Ne? Egal, okay, das war dazu. Was sind die nächsten Ziele von Steve Bentin? Sagt man Steve Bentin oder Steve Benton? Oder wie sagt oder Bentin? Ja, bei mir, in meiner Familie sagen wir Bentin. Meine Mutter legt da ganz stark Wert drauf. In Amerika haben sie mir gesagt, Benton. Ja. Benton, ne? Ja, hab ich mir schon gedacht. Ja. Ja, so, was sind die nächsten Ziele, Steve? Die nächsten Ziele sind die nächste Mr. Olympia-Teilnahme auf jeden Fall. Die sollte jetzt mal im nächsten Jahr auf jeden Fall mal auch mal wieder klappen, hoffentlich.
Vielleicht muss es so machen, wie manche andere auch machen. Die gehen dann auf irgendwelche Pro-Qualifier in, keine Ahnung, Costa Rica oder hinter Tupfingen oder Kanada oder Mexiko oder weiß ich nicht was und gewinnst das Ding. Ne, jetzt im, und das meine ich jetzt im Ernst. Dann brauchst du dich um den ganzen anderen Kram mit den Punkten gar nicht mehr zu scheren. Ja, das ist ja zum einen so das Ding, dass ich immer, ich will auch mal wirklich, mein Aspekt ist ja auch mal jetzt ohne Punkte zu gewinnen, sondern wie du schon sagst, wirklich mal eine Meisterschaft gewinnen. 2000 und war was? 20 oder letztes 21 ist mir ja gelungen, genau, wo ich mich qualifiziert hatte noch das letzte Mal. Da war ich ja einmal zweiten Platz gehabt, habe ich da einmal, ich habe also ich hatte ja einmal 2017. Genau, 2021. Hatte ich dann 21 mal den zweiten und das war auch immer ziemlich knapp dann. Und ich will ja einfach auch mal, wie gesagt, das ist so eigentlich mehr oder weniger noch mehr das Ziel, so dass ich meine Meisterschaft auch wirklich gewinne. Mhm. Und aber dementsprechend auch aussehe. Klar, also die Form muss stimmen, verstehe ich. Wirklich, also jetzt, wie gesagt, dieses Jahr war es halt auch wieder so, das war so. Da hast du die Seuche gehabt, sag mal ehrlich, dieses Jahr hast du voll die Seuche gehabt. So genau, viele Dinge sind schiefgelaufen, ging gar nicht. Jetzt im Herbst ging es schon los, also jetzt im Herbst war sowieso beschissen, aber im Frühjahr war es auch schon so. Da hatte ich auch eine sehr kurze Off-Season, weil ich mich dann kurzfristig noch für New York entschieden habe. Und da bin ich, glaube ich, mal gerade von dieser Recovery-Phase im Anfang des Jahres, Dezember habe ich noch Recovery gemacht letztes Jahr. Und bin dann im Januar, habe ich eine Off-Season von, weiß ich nicht, sechs Wochen gemacht. Und hab dann halt im Februar angefangen mit der Diät für die New York Pro halt. Ne? Hm. Da war nichts mit großer Massephase. Nee, das ist zu kurz. So, das war viel zu kurz. Aber ich hatte dafür trotzdem eine gute Form. Also mein bestes Paket, würde ich sagen, in New York. Also von dem Volumen, von der Parität. Mhm. Das in New York vom Muskeln, von der Muskelmasse am besten. Und ja, da müsste ich halt wieder hinkommen, so erstmal. Dass ich so wirklich da mit 96 reinmarschiere, jetzt auf die Bühne halt. Und dementsprechend auch eine richtige extreme Härte nochmal hinkriegst. Ja. Gut, ich bin auch nicht mehr der Jüngste jetzt, muss man davon nicht vergessen, natürlich. Habe ich auch mit dem Dennis James drüber gesprochen. Das ist natürlich nicht einfach, der kennt das selbst, dass es natürlich nicht einfacher wird von Jahr zu Jahr. Aber ich bin guter Dinge, dass das, dass ich da genetisch gut bestückt bin. Und dass ich da auch noch an weiteren Erfolgen anknüpfen kann, glaube ich. Du, Steve, du wirst jetzt 40 im Februar, nehme ich an, richtig? Ja, 40, ich bin schon 40. Ah, okay. 82er Baujahr. Wie auch immer. Ja. Ich weiß von mir selber, jetzt kann ich mich nicht mit dir vergleichen, aber ich weiß von mir selber, mit 43 habe ich immer noch absolute Top-Leistung, Top-Form, Masse, Definition, alles bringen können. Hm. Danach weiß ich nicht, weil da habe ich 14 Jahre Pause gemacht und danach war ich natürlich ein alter Mann, alles ist anders. Aber ich kann dir sagen, mit Sicherheit, also bis Mitte 40 kannst du immer noch top aussehen, selbst noch Muskelmasse aufbauen. Manchmal, ja. Und ich würde mir da jetzt nicht, würde mich nicht verrückt machen, dass du denkst, oh, mit 41, 42 geht es im Berg ab oder so. Nee. Die meisten reden ja immer so. Das sind ja die von außen so die Leute so, die dann eben so, auch gerade Danny hier von Garnikus sagt ja auch mal so, jetzt wirst du nicht jünger, Steve, und so. Und ja, aber du bist noch nicht alt. Okay, klar, wirst du nicht jünger. Keiner wird jünger, aber du bist noch nicht alt. Ja. Es ist wirklich, schau mal, wie viele Top-Bodybuilder Anfang 40 sind, ey, oder waren. Ja, sehe ich ja genauso. Also wie gesagt, ich. Na? Bis jetzt habe ich noch keine Verschleißerscheinung oder irgendwelche, manche haben ja schon mit 40 dann alle Schulter-OPs und Brustabrisse und Knie-OP. Das ist schon mal ganz wichtig, dass du immer noch volle Pulle hart und schwer trainieren kannst. Genau. Ja, viele haben dann schon diese Abnutzungserscheinungen. Genau das hast du nicht. Ja, also ich kann zwar jetzt nicht mehr so Gas geben oder so schwer wie jetzt vor 10 Jahren mit 26 oder so oder mit 30. Da ist es jetzt so, die Bankdrückbestleistung, dass ich eine Serie mit 170 da knallen kann, das ist nicht mehr so. Da muss ich schon vorsichtig sein. Nee, meine ich, also brauchst du auch nicht wichtig. Aber ja, wie gesagt, ich habe so nichts, wo ich sage, ich habe irgendwie übelste Knieschmerzen oder übelste Ellbogenschmerzen oder so irgendwie sowas. Das ist super. Alles so. Da ist erstmal nichts zu sehen, so Gott sei Dank. Du hast immer noch die besten Voraussetzungen, Steve. Mach dir keine Gedanken. Lass dir da. Ich weiß selber, wie wir sind als Wassermänner. Wir denken sowieso jünger, als wir wirklich sind. Selbst ich heute noch als alter Mann denke immer noch viel jünger, als ich vielleicht denken sollte. Aber ja, das ist ja auch so. Oder deine Fotos, deine Video oder deine Form ist ja auch noch relativ richtig gut.
Ja, für mein Alter, ja. Deine Beine sind ja auch immer noch so, meistens sagen die ja, die meisten sagen ja, das Erste, was schwindet, sind die Beine nachher im Alter. Immer, das geht weg, da machst du nichts. Ja, da kannst du nichts machen. Muss halt, bei mir ist halt das Ding, ich will meinen Rücken verbessern, der Rücken muss wieder gut werden, der muss besser werden und wenn ich da im Rücken mehr konkurrenzfähig bin, von vorne bin ich relativ schon ganz gut eigentlich manchmal. Da bist du. 100%. Aber wenn ich von hinten nochmal da das angleichen kann, dann... Also das ist eigentlich mein Ziel, den Rücken nochmal jetzt richtig auf Trab bringen und da... Hast du denn schon alles versucht? Hast auch mal versucht, 30 Sätze für den Rücken zu machen und alles nur vorgebeugt von allen möglichen Winkeln? Vorgebeugtes Rudern, einmaliges Ruder, all diese ganzen Ruder. Ja, ich hätte mal so ein paar Moves so à la Manuel Bauer machen, so. Der macht schon gute Sachen da mit diesen, wie du schon sagst, sehr, sehr vorgebeugt, nicht ganz so schwer vielleicht auch mal. Mhm. Das werde ich alles jetzt mal ein bisschen einbauen, so ein bisschen... Mach das. In die Richtung mal so ein bisschen. Also nicht mehr so diesen Hauruck-Style, sondern auch ein bisschen konzentrierter, sowas werde ich ein bisschen... Genau, gerade für den Rücken, glaube ich, ist ganz wichtig, dass den Rücken dieser Hauruck-Style vielleicht nicht das Beste ist. Ja, nicht genau. Nur um den Rücken kaputt zu machen, sondern auch für die Muskeln zu spüren. Der Rücken ist immer das Problem, das ist so ein Ding, das sehen wir einfach nicht. Alles andere sehen wir ständig, aber den Rücken, da musst du halt ein gewisses Gefühl für kriegen, ne? Ja, also da werde ich mal gucken, so. Da werde ich schon ein paar Sachen jetzt ändern beim Training, so. Mach das mal, Manuel, top Mann, kein Thema. Der hat da schon gute Sachen an sich, so. Okay, ja. So, meine nächste, letzte Frage ist, wie lange willst du noch, machst du noch, was denkst du? Ich denke, habe ich aber gar nicht kurz schon gesagt, so, ich werde, bis man es sieht, also bis ich so irgendwie, wie gesagt, bis ich mir das angucke, ein Foto oder ein Video dann nach dem Wettkampf und sage, ach du Scheiße, siehst du scheiße aus. So. Mhm. So, oder so irgendwie, oder ach du Scheiße, ist da der Muskel atrophiert oder sowas dann. Wenn ich sowas sehe, dann sage ich mir, oder wer weiß, vielleicht, wie gesagt, ich habe auch mir nochmal gesagt, ich habe mich halt ganz wohl gefühlt beim NRC damals, muss ich ganz ehrlich sagen, das war echt geile Meisterschaften, wo wir da noch, das Geile ist ja auch immer, du machst eine deutsche Meisterschaft, bist gleichzeitig sofort, wenn du deutscher Meister bist, qualifiziert für eine internationale Meisterschaft danach. Die übernehmen die ganzen Kosten und fliegst dann nach Griechenland. Damals, wie gesagt, bin ich ja Weltmeister, Junioren-Weltmeister dabei in Griechenland geworden. Mhm. Und auf sowas hätte ich dann nochmal Bock, wenn ich dann vielleicht von den Profis zurücktrete, irgendwann in ein paar Jahren, in 5, 6, 7 Jahren. Ah, du willst ja nochmal reamateurisieren lassen. Okay, cool. Genau, und dann würde ich vielleicht nochmal so bei dem NRC da sowas nochmal vielleicht machen. Ah, okay. Aber wie gesagt, ich denke mal so, jetzt bin ich, wie gesagt, wenn ich 41, so 5, 6 Jahre gebe ich mir noch, so bis ich 46, 47 bin, vielleicht, wenn alles, wie gesagt, heile bleibt, werde ich dort bestimmt noch, komme ich noch bestimmt auf den Bühnen dort zu sehen, bis 46, 47 nochmal hoffen. Du siehst, wenn es langsam bergunter geht, wie du schon sagst. Du selber vielleicht nicht so, aber andere und deine Fotos und deine Videos zeigen es dann schon. Und ja, ich bin also auch sehr, sehr realistisch, was Selbstkritik angeht. Ich muss auch sagen, jetzt, wie gesagt, zum Schluss, die Saison, die Herbstsaison war halt nicht kein gutes. Nein, nicht für dich. Das war nicht das Optimum. Also, aber wie gesagt, soll keine Ausreden sein, aber waren eben auch nachher schlechte Verhältnisse so mit den Krankheiten und so alles. Ja, das Beste an deinen Meisterschaften im Herbst war die Fressorgien hinterher in der Pizzeria, ne? Oder? Das war am besten. Das hat am besten Spaß gemacht. So. Aber wie gesagt, ist schon schlecht gestartet da in Dubai, da gab es schon. Ging es ja schon los, so ging schon schlecht los. Dann in Prag habe ich nochmal versucht, es rauszuholen und dann, ja, wie gesagt, Alicante war auch schon da die Luft raus. Dann. Das war einfach. Ja. Und da war ja auch wieder so eine kurze Off-Season zwischendurch, irgendwie sechs Wochen irgendwie. Das war alles. Das ist ja, jetzt, wie gesagt, werde ich eine längere Off-Season machen. Mach das, bitte. Dann, wenn ich mich bereit fühle und gut aussehe, gute Keulen habe und gute Masse, dann sage ich mir, jetzt startest du die Diät und dann gucke ich mal nach dem Wettkampf. Ja genau, warte bis zum Herbst. Mach eine richtig schöne lange Off-Season, 6, 7 Monate, was auch immer. Genau, die werde ich machen wahrscheinlich. Hau rein, ich glaube, es ist das Beste für dich. So, jetzt meine letzte und sehr entscheidende Frage für unseren Steve. Wird es ein Comeback in Porn geben? In Porn? Erstmal nicht so. Ich habe ja OnlyFans so ein bisschen am Start da. Da zeige ich so ein bisschen was für die... Ja, extra mehr für die Gay-World da, die sehen mich ja gerne in enger Buchse so, dass der Lümmel durchguckt so ein bisschen und so ein bisschen. So machst du OnlyFans demnächst vielleicht, oder was?
Nee, ja, habe ich ja schon einen Account, habe ich ja, läuft das schon. Ach, hast weißt? Du schon? Aber wo ist ja das? Ach, mein Gott. Der läuft schon. Aber der ist halt, wie gesagt, da sieht man keine Wichserei erstmal und keinen Pimmel und so, aber bisschen so, dachte ich, so kann man ja ein bisschen machen da. So, weißt, Geld stinkt nicht und so. Und nee, klar, hör mal, es ist im Prinzip Nachfrage so, war, Steve, ich sage immer, solange du in den Spiegel gucken kannst und dir gefällt immer noch, was du siehst, und ich meine jetzt hier und ja, inside, ja, genau. Richtig, ist alles genau. Okay, spielt gar keine Rolle, was die anderen Leute sagen. Verstehst ja, du? Die, das gibt immer Hater, die das irgendwie nicht, oder die das auch mit dem Sport nicht vereinbaren können und so, oder da irgendwie maulen. Aber wie gesagt, ich stehe da drüber. Ich mache, wie gesagt, jetzt auch keine Pornos noch richtig oder so. Ja, aber erstmal nicht. Also so, erstmal noch nicht. Vielleicht dann irgendwann, weiß ich nicht. Ich sage niemals nie, sage ich immer so. Wer weiß, was ja. In 10 Jahren ist, was in 10 Jahren, wenn ich 50 bin, wenn ich dann keine Frau mehr abkriege und so, und dann. Wie gesagt, Stevie! Hör zu, was der alte Mann jetzt sagt. Ich werde 62 im Februar. Oh, bei euch. Ich krieg immer noch viele Weiber. So, du ja. Kannst du mir nicht erzählen, dass du mit 50 keine Frau mehr kriegst? Kaum jetzt, ey. Das hat ja auch mit Persönlichkeit zu tun. Und du bist ja ein lustiger Typ und bist ein, ja, du bist anders wie andere. Das ist das Wichtigste, dass man anders ist wie andere. Und das mögen die Frauen. Und vor allen Dingen, ne? Selbstbewusst. Ja, hast du ja gesagt, da bei dem anderen Podcast da, Selbstbewusstsein, das wollen sie haben. Das, ja. Oder wo du über Frauen da, wo du sagst, Tipps für Frauen. Ja, da hast du genau. Das als wichtigen Punkt genannt. Ja, Selbstbewusstsein mögen die Weiber schon. Die mögen schon. Ja, ganz wichtig. So, sie quatschen zwar, die reden dann immer so, ja, du bist aber so ein Arroganter und so ein, oder ja, ja. Da gibt es so Arroganz, dann meckern sie auch immer so, ja, du arrogantes Arschloch und so, aber eigentlich findest du es geil, so, weißt du? Genau so ist es. Aber die Frauen sind ja sowieso so, die beschweren sich sowieso immer und meckern und so, eigentlich wollen sie es aber so, weißt du? Genau, die sagen immer das Gegenteil von dem, was sie eigentlich wirklich meinen. Ja, das ist ganz gut. Und Frauen sind ganz, ganz eigenartige Wesen. Eigenartige Tiere, ne? Ja, genau, ja. So sieht es aus. Die sind schon lustig gemacht. Die kannst du, die verstehen sich selbst. Stevie, ich lasse dich gehen. Erstmal vielen Dank für deine Zeit und ich wünsche natürlich nur das Beste im neuen 2023 und eine ganz tolle Off-Season. Danke. Und dass du dann wirklich vielleicht mal im Herbst eine Pro-Meisterschaft gewinnst. Ich gönne es dir vom Herzen. Ich wünsche mir, ja. Ich werde alles dafür tun. Ich wünsche dir auch alles Gute weiterhin. Wie gesagt, bleib dran. Also auf 62 hätte ich dich auch nicht geschätzt. Eher so 52. 61. Du bist 62 jetzt. Ja, 62. Ja. Okay, gut. Brutal, ja. Und dann fickst du immer noch die Weiber, sagst du. So, well, immer noch. Ja, hoffe ich, dass ich das auch bei 62 schaffst. Auf jeden Fall, wie gesagt, dir auch alles Gute. Bleib gesund dieses Jahr. Und ja, vielleicht machen wir ja nochmal einen zweiten. Oh ja, bitte, lass uns mal was zusammen machen, wenn du was ist. Genau. Oder vielleicht mal ein Roundtable. Ja, gerne, bin bereit für sowas. Immer, da war cool jetzt euer Roundtable da. Ja, dann schreibe ich auch dich mal. Auch hier mit dem JMP fand ich auch geil. You know. Vielleicht können wir ein Roundtable machen mit Jean-Pierre Fuchs, Heiko Kabach und dir. Ja, Heiko, genau, der ist auch cool. Der ist ja jetzt auch bei uns dann am Start im Team und den, mit dem werde ich ja öfter jetzt was machen und wir beide passen ja, der Heiko und ich. So, ja, genau. Wäre super. Halten wir mal so fest. Gerne. Okay. Vielen Dank für die Einladung und alles Gute, ja. Alles Gute, dir auch. Danke. Ciao, Steve. Ciao.